So, hallo. Als ich so alt war wie ihr, habe ich beschlossen, etwas über Pflanzen und Tiere zu lernen. Ich wollte möglichst alles über Pflanzen und Tiere erfahren und das will ich heute noch. Ja, immer noch. Ich weiß immer noch nicht alles. Was ich heute mit euch machen möchte, ist euch erklären, wie Pflanzen atmen. Bäume sind auch Pflanzen. Wie atmen denn wir? Wir holen Luft, dann nehmen wir Sauerstoff rein und dann atmen wir was aus? Ein Gas. Ja, also was? Oh, die wissen so viel. Kohlendioxid, was ist denn das? Das muss ich euch kurz, CO2, was ihr alles wisst. Jetzt wollen wir das einmal verstehen. Wisst ihr, alles, was man angreifen kann, aber auch Dinge, die man nicht angreifen kann, wie die Luft, besteht aus Atomen. Es gibt viele verschiedene Atome. Viele verschiedene Atome. Ich zeige euch jetzt ein riesig großes Kohlenstoffatom. Das kann man normal nicht sehen, aber ich mache es jetzt einmal so groß als schwarze Kugel. Das ist Kohle. Das hier nennen wir Sauerstoff. Ich habe da zwei in der Hand, die kommen selten alleine vor, die kommen meistens zu zweit vor. Und wenn die zwei zusammenkommen, wenn sich der Sauerstoff mit dem Kohlenstoff trifft, dann nennt man das, weil Sauerstoff in der Fachsprache Oxygen heißt, dann nennt man das eine Oxidation und dann entsteht Kohlenstoff, zwei Sauerstoff. Hört sich komisch an. Wir können auch sagen, Kohlenstoff, zwei Oxygen, hört sich immer noch komisch an. Wenn wir statt zwei, lateinisch die sagen, dann heißt es Kohlenstoff, die Oxygen. Und deshalb nennen wir dieses unsichtbare Gas, das wir ausatmen, Kohlendioxid. Und seht, genau dieses Gas, das atmen die Bäume und alle Pflanzen ein. Die Welt, in der wir leben, besteht also aus einem Kreislauf von Tieren und Bodenlebewesen, die Kohlendioxid ausstoßen, so wie der Mensch, und Pflanzen, die das in ihren Körper reinholen. Ihr kennt das alle, das Gas. Ich zeige euch das noch einmal kurz. Machen wir da mal ein bisschen Gas. Warum hat es jetzt gespritzt? Weil da drinnen Kohlensäure ist. Wir nennen das Kohlensäure, aber eigentlich ist es das Kohlendioxid gelöst im Wasser. Also ich schütte noch einmal. Jetzt war der Druck nicht mehr so groß, weil die Flasche warm ist. Also Kohlendioxid ist ein Gas. Und jetzt muss ich euch ein Bild zeigen, wie die Welt ausgesehen hat, lange bevor es Menschen gegeben hat. Das Leben auf der Welt ist im Wasser entstanden. Viele, viele Millionen Jahre zurück war das ganze Leben nur im Wasser. Im Ozean. Und da war es wichtig, dass das Kohlendioxid im Wasser gelöst war und alle Pflanzen und Tiere, die da in dem Wasser waren, hatten immer genug Wasser. Und plötzlich, vor 400 Millionen Jahren, kommen die Pflanzen ganz klein zunächst aus dem Meer heraus und besiedeln das Land. Und plötzlich ist ein Problem aufgetaucht, dass das Wasser nicht mehr überall ist, dass da Luft ist und Luft nimmt ja bekanntlich Wasserdampf auf, sonst würde die Wäsche nicht trocknen. Und jetzt haben die Pflanzen plötzlich ein Problem. Sie müssen das Kohlendioxid aufnehmen, aber sie sollten eigentlich nicht viel Wasser verlieren. Und irgendwie muss das Kohlendioxid aus der Luft auch in die Pflanze reinkommen. Und das möchte ich euch heute erklären, wie das geht. Ich zeige euch jetzt ein Bild, zunächst von einem von euch, der da fest arbeitet und schwitzt und Kohlendioxid ausatmet und der Baum daneben, der nimmt das als Nahrung aus der Luft auf.
Wenn man aus unserem Körper das Wasser rausnimmt und die Knochen wegnimmt, dann bestehen wir zur Hälfte aus Kohlenstoff. Ein Haar von mir, ein Hemd aus Baumwolle, besteht zur Hälfte aus diesem schwarzen Element Kohlenstoff, obwohl wir das nicht sehen. Also ich schreibe euch das noch einmal auf. Das ist nur ein einziges Bild, wo ich etwas draufgeschrieben habe. Für die Älteren vielleicht. Da steht nur, dass wir das sicher verstehen. Pflanzen essen Luft. Genau genommen nehmen sie Kohlendioxid. Und die Fachleute schreiben da CO2 hin. Und sie geben Sauerstoff O, weil sie immer zwei sind, ab, solange sie wachsen. Wenn sie sterben, dann dreht sich das um. Und jetzt muss dieses CO2 in das Blatt hinein. Wie kommt denn das in das Blatt hinein? Seht ihr, das ist das wichtigste Bild, das ich euch heute zeige. Pflanzen haben Hunderte und Millionen kleine Münder. Wir nennen sie Spaltöffnungen. Die kann man nur mit dem Mikroskop sehen. Da sind 100 von denen auf einem Quadratmillimeter. Wisst ihr, wie groß ein Quadratmillimeter ist? 1 Millimeter mal 1 Millimeter. Oder so dick wie der Fingernagel ist, so groß ist 1 Millimeter. Da sind 100 von denen. Könnt ihr euch vorstellen, auf dem riesigen Blatt, da sind Tausende. Und jetzt wollen wir verstehen, warum Pflanzen so einen komischen kleinen Mund bilden, tausendfach. Sie müssen ja, wenn sie kein Wasser haben, irgendwie den Mund zumachen, damit sie nicht aus diesen Löchern Wasser verlieren und vertrocknen. Aber da zahlen sie einen Preis dafür, denn wenn der Mund zu ist, dann kommt auch kein Kohlendioxid hinein, das sie zum Leben brauchen. Das Pflanzenleben besteht also ununterbrochen aus dem Mund ein bisschen aufmachen, ein bisschen zumachen. Je nachdem, wenn es trocken ist, machen sie den Mund zu, dann kriegen sie kein Kohlendioxid. Wenn es nass ist, machen sie den Mund auf, bekommen viel Dioxid, Kohlendioxid, aber verlieren auch Wasserdampf. Seht ihr, wenn diese kleinen, wunderbaren Poren nicht erfunden worden wären, dann gäbe es uns nicht. Weil nur mit diesen kleinen Poren konnten die Pflanzen am Land leben. Und jetzt schaut mal das Bild genau an. Wie machen die Pflanzen ihre tausende kleinen Münder zu? Indem sie den Spalt schließen und wieder aufmachen. Und nicht etwa einfach einen Deckel drauflegen oder einen Zapfen reinstecken in das Loch. Das wäre auch eine Möglichkeit. Also aufgepasst, das war eine wichtige Frage. Sie öffnen und schließen. Und sie geben nicht einen Deckel drauf oder einen Zapfen. Und noch einmal aufgepasst, was geht da hinein? Kohlendioxid. Die machen nicht einfach das Loch auf zum Lüften oder damit Bakterien da hinein spazieren können, von denen ihr gehört habt, dass sie im Boden leben. Sondern sie machen auf, damit das Kohlendioxid hinein kann. Also, das habe ich hier noch einmal aufgezeichnet, weil das so wichtig ist. Ihr seht, diese Pore ist klein und sie besteht aus zwei solchen runden Zellen, die sind hier zusammengewachsen. Hier ist eine Naht, ich habe da einen Zeiger, dann kann ich euch das zeigen. Das ist eine Zelle, hier ist es fertig und hier kommt die zweite. Und jetzt wollen wir einmal selbst ausprobieren, wie man so einen Spalt öffnen und schließen kann. Und jetzt brauche ich euch drei zum Helfen. Wir werden jetzt uns einen riesigen Spaltapparat ansehen und meine Helfer werden jetzt diese zwei grünen Zellen, also ihr zwei seid die, die pumpen, ihr kommt auf die Seite, das sind eure Pumpen, stellt euch so hin, dass alle hersehen und du bleibst einfach ganz fest da und haltest und ihr müsst jetzt richtig fest pumpen und gleich schnell. Gleich schnell, ups, jetzt haben wir da die Luft, müssen wir noch einmal anfangen. So, also jetzt, du stell dich so her, dass alle das sehen. Ups, jetzt ist es passiert. Siehst du, beim dritten Mal ist es kaputt gegangen. Jetzt werden wir das flicken. Ihr müsst einfach ganz gleichmäßig pumpen. Das ist jetzt zweimal gut gegangen und beim dritten Mal ist es runtergegangen. Ihr müsst da vorne festhalten.
So, jetzt machen wir da den Luftballon wieder drauf. Und jetzt pass auf, jetzt geben wir den Gummi daher. So, und jetzt los geht's. Festpumpen. Du musst festpumpen. Ja, da kommt nichts. Ihr pumpt viel zu wenig. Fest, 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 fest. Noch fester. Noch fester, noch fester. Ach, komisch, wieso das heute nicht geht. Das haben wir so oft geübt, aber das macht es ja spannend. So, ihr müsst also gleichmäßig und da gut halten, dass das nicht hin und her geht und da beisammen bleiben. Und ich halte jetzt da und jetzt pumpt nochmal fest. Jetzt ist besser. Festpumpen, festpumpen. Seht ihr, wie der Mund aufgeht? Und jetzt raus mit der Pumpe, aufhören. Jetzt schließt sich der Mund wieder. Jetzt ist der Mund wieder zu. Und der also mit kleinen Fehlern haben wir das hingekriegt. Jetzt könnt ihr euch wieder hinsetzen. Also ich wollte euch mit diesem grünen Luftballon zeigen, dass die Zellen sich aufpumpen und dann öffnet sich der Mund. Und wenn der Druck wieder herausgeht, dann schließt er sich. Aber Pflanzen haben doch nicht zwei Mädchen, die im Blatt sitzen und so pumpen. Wie machen die das? Seht ihr, ich zeige euch jetzt diese Zellen in einem Bild. So schauen die aus. Und Pflanzen können pumpen, indem sie in diese beiden Luftballonzellen Zucker oder Salz hineinstecken und dann zieht das aus der Umgebung Wasser an. Ihr wisst doch, dass Salz oder Zucker oft hart wird in der Küche, weil das Salz aus der Luft den Wasserdampf anzieht und das zieht es. Auch hier seht ihr die weißen Pfeile. Die weißen Pfeile, die ziehen das Wasser an. Das ist Wasser, zweimal das Atom Wasserstoff, einmal das Atom Sauerstoff. Und dieses Wasser, das will jetzt in die Zellen hinein und dort den Zucker und die Salze verdünnen. Und jetzt zeige ich euch zwei, drei Bilder, an denen ihr sehen werdet, was da passiert. Wenn ich hier zwei Zellen habe und da ist eine dünne Haut dazwischen mit kleinen Löchern, dann kann das Wasser, das ist ein ganz kleines Ding, das kann hin und her durch die Löcher. Ist kein Problem, da habe ich so ein Loch. Also das Wasser geht da durch das Loch, ist überhaupt kein Problem. Aber innen, im Blatt, in diesen Zellen, sind ja, wie wir gehört haben, Zucker oder Salze. Und das sind die roten Punkte. Und die sind dick und fett. Die schauen etwa so aus. Und die kommen nicht durch das Loch rein und nicht durch das Loch raus. Das heißt, wenn die Pflanze auf einer Seite Zucker reintut, dann kommt das Wasser rein, aber der Zucker kommt nicht raus. Und dann passiert etwas, dass auf der einen Seite einfach mehr Wasser ist. Aber wenn die Zelle eine bestimmte Größe hat, dann wird die einfach nur gedehnt, weil sie ja zu ist, sie hat ja kein Loch. Also die Pflanzen pumpen sich auf, indem sie in den Zellen Zucker oder Salze haben und dann fließt das Wasser mehr rein, aber es kommt nicht gleich viel raus, weil die dicken, fetten Roten verstopfen zum Teil die Löcher. Jetzt wissen wir, wie die Pflanzen ihre Poren auf- und zumachen. Und nun möchte ich euch ein bisschen in die Welt hinausführen. Jetzt wollen wir uns überlegen, was bedeutet denn das, dieses Auf- und Zumachen der Löcher in den Blättern für die Bäume. Seht ihr, wir hatten ein Experiment mit einem großen Kran im Wald. Da konnte man 40 Meter in die Höhe fahren und oben die Blätter studieren, ob sie denn ihre Löcher offen haben oder zu haben. Und da findet man raus, wenn die Blätter offen sind, dann fließt das Wasser aus dem Boden, das saugen sie mit den Wurzeln aus dem Boden, es fließt durch die Stämme hoch und kommt oben bei den Blättern raus. Selbst in der Stadt, wenn alles zu betoniert ist, wenn Asphalt ist, die Wurzeln holen das Wasser aus der Tiefe, pumpen es durch den Stamm durch und geben es über die Blätter ab. Und jetzt passiert etwas. Nehmt mal euren Zeigefinger und schlägt den einmal richtig ab. Und jetzt in die Luft.
Was spürt ihr denn? Der Finger ist kühl. Warum ist der Finger kühl? Weil das Wasser verdunstet. Also jetzt haben wir was Wichtiges gehört. Bei der Verdunstung von Wasser entsteht Kühle. Jetzt stellt euch vor, alle diese tausende Blätter auf diesem Baum verdunsten Wasser, dann bleiben sie kühl. Aber wehe, wenn sie kein Wasser kriegen, dann brennt die Sonne da oben drauf und dann wird es ungemütlich heiß. Ihr seid mal in den Ferien gewesen und habt vielleicht gesehen, dass es am Sandstrand so heiß sein kann, dass man Sandalen anziehen muss, sonst verbrennt man sich die Füße. Und jetzt gibt es Pflanzen, die können dort leben. Wisst ihr, warum die dort leben können? Weil sie sich durch Wasserverdunstung kühlen. Weil sie, obwohl der Sand oben trocken ist, ganz tief aus dem Boden Wasser holen und ihre Blätter so kühlen, wie unser Finger in der Luft kühl wird. Und jetzt möchte ich euch zum Schluss ein bisschen etwas von der wissenschaftlichen Forschung zu dieser Frage zeigen. Wir begeben uns jetzt zusammen, also es ist ein bisschen viel für einen Helikopter, aber wir tun mal so, als ob wir alle in einem riesigen Helikopter sitzen und wir fliegen über die Landschaft und wir haben einen ganz speziellen Fotoapparat dabei. Wir haben einen Fotoapparat, mit dem wir hinunterschauen und der Fotoapparat, der sieht nicht Menschen, Tiere, Häuser und Pflanzen, sondern der Fotoapparat, der sieht nur Tausende von Temperaturen. So etwas nennt man eine Wärmebildkamera. Und mit so einer Wärmebildkamera wollen wir uns jetzt einen Wald ansehen. Wir haben dort unten noch Messgeräte installiert, die messen, wie schnell das Wasser durch den Stamm fließt, wie feucht es im Boden ist. Auf diesem Ballon, der dort oben hängt, hängt eine kleine Wetterstation, die sagt uns, wie kühl oder warm es dort oben ist. Und jetzt fliegen wir drüber. Und zwar, wir fliegen drüber zu einem Zeitpunkt, wo es sehr, sehr trocken war, wo es ein paar Wochen keinen Regen gegeben hat. Und jetzt seht ihr, dort rechts, wo es trocken ist, können die Blätter sich nicht kühlen durch Wasserverdunstung, da wird der Wald heiß. Und links ein Platz, wo es viel Wasser im Boden hat, trotz der Trockenheit, dort sehen wir, sind die Bäume grün, blau auf diesem Wärmebild, das heißt, sie haben es kühl. Also wir merken uns, wenn Bäume Wasser an die Luft abgeben, dann ist es kühl. Und das ist jetzt zum Schluss für euch noch eine Denksportaufgabe. Wie wäre es denn in der Stadt, in der wir leben, ohne Bäume? Wir fangen mal links an. Links hat es also einen Wald mit genügend Feuchtigkeit und die Sonne brennt da drauf und der dicke blaue Pfeil zeigt, das ist die ganze Sonnenwärme, die durch wieder kühle Finger, durch Verdunstung kühl weggespült wird. Und der rote Pfeil, der zeigt uns, wie viel von der Sonne nur zum Warmwerden für die Äste und Blätter verbraucht wird. Wenn wir weniger von diesen Bäumen haben, nur ein paar und ein Haus, am Hausdach ist es ja heiß, da verdunstet ja nichts, das Haus wird heiß. Aber ein bisschen Bäume ist schon gut, dann haben wir aber viel weniger Wasserverdunstung wie hier. Und wenn wir gar keine Bäume mehr haben, sondern nur mehr ein Haus und Autos und Asphalt, dann kühlt niemand, dann wird es sehr, sehr heiß. Pflanzen in der Stadt sind also eigentlich eine Kühlmaschine. Und ihr seht die Temperatur, ohne Pflanzen ist es in der Stadt 25 Grad warm und mit Pflanzen ist es 3 Grad kühler. Ich wollte euch heute zeigen, dass diese kleinen Poren in den Blättern der Pflanzen, diese Spaltapparate, die sind absolut clever, die sind absolut cool und die Pflanze steuert ihre Öffnung, je nachdem, ob sie durstig ist oder ob sie genug Wasser hat, ob sie viel Licht hat, macht sie die auf und zu und auf und zu. Und nur weil sie das tut, kann die Pflanze leben und deshalb leben auch wir. Und ich zeige euch zum Schluss ein Bild mit den allergrößten Blättern der Welt, die es gibt.
Diese Pflanze ist in Chile, in Südamerika zu Hause und die kann Blätter bilden, die bis 2 Meter groß werden. Könnt ihr euch das vorstellen? 2 Meter, so. Riesig. Und da sind ungefähr 20 solche Blätter drauf. Wenn wir jetzt alle diese kleinen Spaltapparate, diese winzig kleinen Mündchen abzählen, so sind auf diesen Blättern so viele drauf, wie es Menschen auf der Welt hat. 7,5 Milliarden kleine Mündchen, die auf und zu machen, das Pflanzenleben ermöglichen und damit unsere Nahrung auch bringen und unser Leben ermöglichen. Jetzt hätten wir noch ein bisschen Zeit für 1, 2 Fragen. Ihr könnt sie so sprechen, wie ihr gerade wollt, und ich wiederhole sie dann für alle. Also, wer hat jetzt eine Frage? Also mal du und dann du. Für was braucht er was? Zucker. Warum braucht der Baum den Zucker? Das ist eine gute Frage. Der Baum macht sich den Zucker im grünen Blatt, weil er aus dem Zucker alles andere bauen kann. Zum Beispiel mein Hemd besteht nur aus ganz vielen Zuckern, die hintereinander eine lange Schnur bilden. Und dann schmeckt es nicht mehr süß, dann kann man das nicht mehr im Wasser auflösen und dann nennen wir das Baumwolle. Der Zucker ist also für die Pflanze das Erste, was sie erzeugt. Sie nimmt Kohlendioxid aus der Luft auf und macht Zucker. Und wenn sie den hat, gibt sie den in die Zelle rein und dann zieht der Wasser nach und dann wird sie dick, die Zelle, und der Mund öffnet sich. Noch eine Frage? Ja, da. Also, du, ja. Wie können Blätter atmen? Also er fragt jetzt noch einmal, das ist gut zum Schluss, die machen das nicht so, sondern die sind so winzig, dass sie nur einen kleinen Spalt aufmachen müssen und dann fließt von selbst die Luft ins Blatt hinein und die Blätter können die Luft, so wie bei uns die Lunge, gleich verbrauchen. Sie atmen also nicht mit einer Lunge, sondern nur durch diese kleinen Löcher. Eine letzte Frage. Warum sind Blätter grün? Sie sind grün, weil sie nur das rote Licht aus dem Sonnenlicht herausnehmen. Wenn man aus dem bunten Sonnenlicht, das eigentlich für unsere Augen weiß ist, eine Farbe aus dem Regenbogen herausnimmt, dann bleiben die anderen Farben übrig. Wenn ich also Rot herausnehme, dann bleibt ein grünes Licht übrig. Und die Pflanzen brauchen rotes Licht. So, jetzt sind wir fertig und ihr könnt dann draußen noch Unterschriften bekommen.